Olga Tokarczuk, Unrast-Fortsetzung. Doch nichts könnte eine größere Täuschung sein, lieber Kunitzki. Was, Kunitzki, was suchst du? Wohin strebst du? Hast du Lust, die Arme auszubreiten und dich in diesen Abgrund zu stürzen? Das ist der größte Trug. Die Landschaft ist Tapete. Man kommt nicht weiter. Sein Büro ist klein. Ein einziges Zimmer im vierten Stock eines abgetakelten Büroblocks, das er für ein paar Groschen mietet. Nebenan befindet sich ein Immobilienmakler, eine Tür weiter ein Tätowierstudio. Im Büro sind sein Schreibtisch und sein Computer untergebracht. Auf dem Boden liegen Pakete mit Büchern. Auf der Fensterbank steht ein Wasserkessel und ein Glas mit Kaffee. Er schaltet den Computer an und wartet, dass das Gerät zu sich kommt. Dann zündet er sich die erste Zigarette an. Er schaut sich die Fotos noch einmal an, aber diesmal betrachtet er jedes einzelne lange und genau, bis er zu den letzten Bildern kommt, die den auf dem Tisch ausgebreiteten Inhalt ihrer Tasche zeigen und die Eintrittskarte mit dem Wort Kairos. Er hatte sich dieses Wort sogar gemerkt, Kairos. Ja, dieses Wort wird ihm alles erklären. Nun hat er etwas gefunden, was er vorher nicht bemerkt hatte. Er ist so erregt, dass er eine Zigarette rauchen muss. Er betrachtet das geheimnisvolle Wort näher. Es wird ihn jetzt führen. Er wird es wie einen Drachen in den Wind steigen lassen und ihm hinterher eilen. Kairos, liest Kunitzki. Kairos, wiederholt er unsicher, ob das die richtige Aussprache ist. Das ist wohl griechisch, denkt er freudig, griechisch. Er stürzt zum Bücherregal, doch da steht kein griechisches Wörterbuch, nur ein Band nützliche lateinische Sprichwörter, noch ganz unbenutzt. Jetzt weiß er, dass er auf der richtigen Spur ist und er kann sich nicht mehr bremsen. Er breitet die Bilder vom Inhalt ihrer Tasche aus, wie gut, dass er sie damals gemacht hat. Er legt sie in gleichmäßigen Reihen nebeneinander aus, wie eine Patience. Dann zündet er sich eine weitere Zigarette an und schreitet wie ein Detektiv im Kreis um den Tisch. Er bleibt stehen, zieht den Rauch ein, betrachtet den fotografierten Lippenstift und Kugelschreiber. Plötzlich spürt er, dass es verschiedene Sichtweisen gibt. Die einen sehen nur Objekte, Gebrauchsgegenstände eines Menschen, ehrlich und konkret. Man weiß gleich, wozu sie benutzt werden, wozu sie dienen. Und es gibt die Panoramasicht, eine umfassende Sehweise, bei der man die Zusammenhänge zwischen den Gegenständen erblickt, das Netz ihrer Reflexionen. Dinge hören auf, Dinge zu sein. Ihr Nutzen ist nebensächlich, das ist nur ein Schein. Jetzt sind sie Zeichen. Sie verweisen auf etwas, was auf der Fotografie nicht vorhanden ist. Sie verweisen auf den Raum jenseits des Bildrahmens. Man muss sich sehr konzentrieren, um diesen Blick zu halten. Er ist wirklich ein Geschenk, eine Gnade. Kunitzkis Herz schlägt immer schneller. Der rote Kugelschreiber mit der Aufschrift Septolete weist tief in einen dunklen, verborgenen Sinn. Er erkennt den Ort, zum letzten Mal war er dort, als das Wasser schon fiel, gleich nach der Flut. Die Bibliothek, das altehrwürdige Ossolineum, steht am Fluss, auf diesen schaut es, das ist ein Fehler. Bücher muss man hochgelegen aufbewahren. Er erinnert sich an den Anblick, als die Sonne schon herauskam und das Wasser fiel. Die Fluten hatten Schlamm und Morast angeschwemmt, doch ein paar Stellen waren schon gereinigt und dort legten die Mitarbeiter der Bibliothek die Bücher zum Trocknen aus. Aufgefächert stellten sie sie auf den Boden. Es sind Hunderte, Tausende. In dieser für sie unnatürlichen Haltung wirken sie wie Lebewesen, wie eine Kreuzung von Vogel und Seerose. Hände in dünnen Latexhandschuhen ziehen geduldig die Seiten auseinander, damit die einzelnen Sätze und Worte trocknen können. Leider sind die Seiten verknittert, von Schlamm und Wasser dunkel verfleckt und verzogen. Menschen bewegen sich vorsichtig dazwischen, Frauen in weißen Kitteln wie im Krankenhaus. Sie öffnen die Bände zur Sonne hin, die Sonne soll lesen. Doch eigentlich ist es ein entsetzlicher Anblick, eine Art Konfrontation der Elemente. Kunitzki war stehen geblieben und hatte entsetzt das Schauspiel betrachtet,
Doch dann war er dem Beispiel anderer Passanten gefolgt und hatte entschlossen mitgeholfen. Heute fühlt er sich unwohl in dieser nach der Überschwemmung so schön renovierten Bibliothek, die sich mitten in der Stadt in Gebäuden um einen Lichthof verbirgt. Beim Betreten des geräumigen Lesesaals sieht er Tische in langen geraden Reihen in diskretem Abstand zueinander. Fast an jedem krümmt oder neigt sich ein Rücken. Bäume über einem Grab, ein Friedhof. Die Bücher auf den Regalen zeigen dem Betrachter nur den Rücken. Das ist, als könnte man Menschen nur im Profil sehen, denkt Kunitzki. Sie führen nicht mit bunten Umschlägen in Versuchung, prunken nicht mit Banderolen, auf denen es vom Superlativen wimmelt. Diszipliniert wie Soldaten zeigen sie nur ihren Rang, Autor und Titel. Sonst nichts. Anstelle von Katalogen, Plakaten und Reklametüten gibt es Karteikästen. Die Gleichberechtigung der kleinen in die Schubfächer gestopften Karten nötigt Bewunderung ab. Nur ein paar Informationen, Nummern, eine kurze Beschreibung, keine Plaudereien. Er war noch nie hier gewesen. Während des Studiums hat er nur die moderne Universitätsbibliothek benutzt. Dort gab er einen Zettel mit Namen und Autor ab und eine Viertelstunde später bekam er das Buch. Aber auch dort war er nicht oft gewesen, ehrlich gesagt sogar eher selten, denn die meisten Texte wurden kopiert. Eine neue Generation von Texten ohne Einband, kurzlebige Kopien, ähnlich wie das Papiertaschentuch, das nach der Abdankung der Stofftaschentücher die Macht übernommen hatte. Die Papiertaschentücher bewirkten eine bescheidene Revolution, weil sie die Klassengrenzen verwischten. Nach einmaligem Gebrauch warf man sie in den Müll. Vor sich hat er drei Wörterbücher. Griechisch-polnisches Wörterbuch, zusammengestellt von Sigmund Wetschlewski, Lemberg, 1929. Buchhandlung Samuel Bodek, Batory-Straße 20. Griechisch-polnisches Handwörterbuch, Teresa Camborelli, Thanasios Camborelis, Wiedźta Posvetschna, Warschau, 1999. Und das vierbändige griechisch-polnische Wörterbuch, Redaktion Sofia Abramowitschowna, 1962, Wydawnictwo PWN. Darin kann er schließlich mit Mühe unter Verwendung des tabellarischen Alphabets sein Wort entziffern, Kairos. Er liest nur das, was auf Polnisch und in lateinischer Schrift dasteht. 1, zu Maß, das rechte Maß, Maß halten. Unterschied, Bedeutung. 2, zu Ort, empfindsame, vitale Stelle im Körper. 3, zu Zeit, kritischer Zeitpunkt, rechte Zeit, passender Moment, Gelegenheit, günstiger Augenblick. Der günstige Moment vergeht schnell. Unverhoffte Angekommene die Gelegenheit versäumen, wenn der rechte Zeitpunkt gekommen ist. Hilfe in der Not, rechtzeitig, bei geeigneter Gelegenheit, vorzeitig kritische Phasen, periodische Zustände, chronologische Reihenfolge von Tatsachen, Situation, Stand der Dinge, Lage, äußerste Gefahr, Nutzen, Vorteil, zu welchem Zweck? Was wird dir helfen? Wo wäre es günstig? Das ist das eine Wörterbuch. Das zweite ist älter. Kunitzki gleitet mit dem Blick über die kleinen Zeilen, übergeht die griechischen Wörter, stolpert über die alte Schreibweise, gutes Maß, Mäßigkeit, rechtes Verhältnis, zum Ziel gelangen, übermäßig, rechter Augenblick, rechte Zeit, holde Zeit, Geeignetheit, Zeit, Stunde, Bedingungen, Verhältnisse, Zeiten, Fälle, Begebenheiten, Fairnisse, Gewogenheit, Rechtzeitigkeit. Man sagt auch, etwas geschieht bei Zeiten. In dem neuesten Wörterbuch steht in Klammern die Aussprache Kairos. Außerdem Wetter, Zeit, Saison. Wie ist das Wetter? Jetzt ist Weintraubensaison. Zeit verschwenden, von Zeit zu Zeit, ein bestimmtes Mal. Wie lange? Das muss schon lange her sein. Kunitzki blickt sich verzweifelt im Lesesaal um. Er sieht die Scheitel der über die Bücher gebeugten Köpfe. Er kehrt zurück zu den Wörterbüchern, liest das vorhergehende Stichwort, das ähnlich aussieht, sich eigentlich nur durch einen Buchstaben unterscheidet.
Kairios. Und da heißt es noch, zur rechten Zeit getan, gezielt, passend, erfolgreich, tödlich, verhängnisvoll, entscheidend und eine gefährdete Stelle am Körper, wo Wunden Wirkung tun, was immer rechtzeitig ist, was immer geschehen muss. Kunitzki packt seine Sachen zusammen und geht nach Hause. In der Nacht findet er in Wikipedia eine Seite über Kairos, aus der er nur so viel erfährt, dass es eine untergeordnete, inzwischen in Vergessenheit geratene hellenische Gottheit ist und dass man sie in Trogir entdeckt hat. In dem dortigen Museum befindet sich eine Darstellung dieser Gottheit. Deshalb hatte sie dieses Wort notiert. Nichts weiter. Als sein Sohn klein war, noch ein Säugling, betrachtete Kunitzki ihn nichts als einen Menschen. Und das war gut, weil sie sich so nah waren. Ein Mensch ist immer fern. Er lernte, ihm geschickt die Windeln zu wechseln, mit ein paar Handbewegungen war es erledigt, nur die Wegwerfwindeln raschelten. Er tauchte seinen kleinen Körper in die Wanne, seifte ihm den Bauch ein, dann wickelte er ihn in ein Handtuch und trug ihn ins Zimmer, um ihm den Schlafanzug anzuziehen. Das war einfach. Wenn man ein kleines Kind hat, braucht man sich über nichts Gedanken zu machen. Alles ist natürlich und selbstverständlich. Das Kind an sich drücken, sein Gewicht, sein Geruch, das alles ist vertraut und herzerwärmend. Doch das Kind ist kein Mensch. Es wird dann ein Mensch, wenn es sich aus den Armen windet und sagt Nein. Jetzt beunruhigt ihn die Stille. Was macht der Kleine? Kunitzki bleibt an der Tür stehen und sieht sein Kind von Bauklötzen umgeben auf dem Fußboden. Er setzt sich neben den Kleinen und nimmt eins der Plastikautos in die Hand. Er fährt damit über eine aufgemalte Straße. Vielleicht kann er mit einem Märchen anfangen. Es war einmal ein kleines Auto, das hatte sich verirrt. Er schickt sich schon an, den Mund aufzumachen, dann nimmt ihm der Kleine das Spielzeug aus der Hand und gibt ihm ein anderes. Einen Holzlastwagen voller Bauklötze. Wir bauen was, sagt der Kleine. Was möchtest du denn gern bauen, hakt Kunitzki ein. Ein Haus. Also gut, ein Haus. Sie legen Bauklötze zu einem Viereck, das Lastauto bringt das Baumaterial. Oder sollen wir eine Insel bauen, fragt Kunitzki. Nein, ein Haus, sagt der Kleine und stapelt die Klötze unordentlich aufeinander. Kunitzki rückt sie behutsam gerade, damit das Bauwerk nicht zusammenstürzt. Weißt du noch, das Meer... Das Kind nickt bejahend. Der Lastwagen bringt einen neuen Vorrat Bausteine. Jetzt weiß Kunitzki nicht mehr, was er sagen oder fragen soll. Er zeigt auf den Teppich, sagt, das sei jetzt eine Insel und sie sind auf der Insel. Aber der Junge verirrt sich auf der Insel. Papa macht sich Sorgen. Wo kann denn nur sein kleiner Junge sein? Er spielt es vor. Aber es wirkt nicht besonders überzeugend. Nein, beharrt der Kleine, wir bauen ein Haus. Weißt du noch, wie du dich mit Mama verirrt hast? Nein, ruft der Kleine aus und kippt die Klötze für den Bau fröhlich vom Laster. Hast du dich schon mal verirrt? Fragt Kunitzki. Nein, sagt das Kind. Und der Laster fährt mit Karacho in das gerade gebaute Haus, die Wände stürzen ein. Bum, bum, lacht der Junge. Kunitzki macht sich geduldig daran, das Haus wieder aufzubauen. Als sie nach Hause kommt, sieht Kunitzki sie vom Teppich aus wie ein Kind. Sie ist groß, von der Kälte rosig, verdächtig aufgekratzt. Ihr Mund ist rot. Sie wirft ihren roten oder vielleicht karmesin- oder purpurfarbenen Schal über eine Stuhllehne und schließt den Kleinen in die Arme. Habt ihr Hunger? Fragt sie. Kunitzki hat das Gefühl, als sei zusammen mit ihr ein kalter Wind ins Zimmer geweht, ein kalter, böiger Wind vom Meer. Eine Brise. Er hätte sie gern gefragt, wo bist du gewesen? Aber das kann er sich nicht erlauben. Am Morgen hat er eine Erektion und muss sich von ihr abwenden. Er muss diese peinlichen Einfälle des Körpers verbergen, damit sie es nicht als Begehren deutet. Als Versuch der Versöhnung. Eine Form von Nachgiebigkeit, gleich welcher Art. Er dreht sich zur Wand und zelebriert diese Erektion, diese ziellose Bereitschaftshaltung, diesen Habt-Acht-Zustand, dieses angespannte Kammerglied, er hat es ganz für sich. Die Spitze des Penis
zweigt nach oben wie ein Vektor zum Fenster zur Welt. Die Beine, die Füße, auch wenn er stehen bleibt, wenn er sich setzt, sie gehen weiter, bewegen sich virtuell fort, können nicht stehen bleiben, durchmessen den gegebenen Raum mit kleinen, hastigen Schritten. Wenn er sie zum Stehen bringen will, rebellieren sie. Kunitzki fürchtet, dass seine Beine explodieren und anfangen zu laufen, ihn in eine nicht abgesprochene Richtung tragen, die Hacken zusammenschlagen oder mit ihm in düstere Höfe heruntergekommener Wohnhäuser marschieren, fremde Treppen erklimmen und ihn durch Dachluken auf rutschige Steildächer führen, wo sie ihn wie einen Mondsüchtigen auf den schuppenartigen Ziegeln tanzen lassen. Bestimmt sind diese rastlosen Beine daran schuld, dass Kunitzki nicht schlafen kann. Von der Taille aufwärts ist er ruhig, entspannt und schläfrig. Vom Gürtel abwärts nicht tot zu kriegen. Oben verlangt er nach Ruhe und Gerechtigkeit, unten ist er frevelhaft und bricht alle Vorschriften. Oben hat er Vornamen, Nachnamen, Adresse und Steuernummer, unten hat er nichts über sich selbst zu sagen. Ja, im Grunde hat er von sich selbst genug. Er würde diese Beine gerne ruhig stellen, sie mit beruhigender Salbe einschmieren. Dieses innere Kitzeln ist wirklich schmerzhaft. Zu guter Letzt nimmt er Schlaftabletten. Er räumt mit seinen Beinen auf. Kunitzki versucht, seine Extremitäten zu beherrschen. Er denkt sich Methoden für sie aus. Er erlaubt ihnen, sich pausenlos zu bewegen, sogar den Zehen allein in den Schuhen, wenn der restliche Körper stillsteht. Und wenn er sich setzt, lässt er sie auch locker, sollen sie nur unruhig sein. Er betrachtet seine Schuhspitzen und sieht die leichte Bewegung des Leders, wenn seine Füße ihren besessenen Marsch auf der Stelle antreten. Doch er läuft auch viel in der Stadt herum. Er meint, diesmal habe er wirklich alle Brücken über die Oder und ihre Kanäle überquert. Jetzt habe er keine einzige ausgelassen. Die dritte Septemberwoche ist regnerisch und windig. Die Herbstsachen müssen vom Boden geholt werden, die Jacken und die Gummistiefel des Kleinen. Er holt ihn vom Kindergarten ab und sie eilen zum Auto. Der Junge springt in eine Pfütze und bespritzt alles ringsum mit Wasser. Kunitzki bemerkt es nicht. Er denkt darüber nach, was er sagen wird. Er legt sich die Sätze zurecht. Zum Beispiel: Ich habe die Befürchtung, dass das Kind einen Schock davon getragen haben könnte. Oder selbstsicherer: Ich habe den Eindruck, mein Sohn hat einen Schock erlitten. Ihm fällt das Wort traumatisch ein, eine traumatische Erfahrung machen. Sie fahren durch die nasse Stadt, die Scheibenwischer arbeiten mit Volldampf und schieben das Wasser von der Windschutzscheibe, lassen die verschwommene, im Regen versunkene Stadt kurze Augenblicke lang deutlich sichtbar werden.